Wir kommentieren dieses Spiel für Sie. Frank Buschmann und Manni Breukmann im Stadion. Hier kommt sie, die Mutter aller Derbys, Schalke gegen den BVB. Ja, und schon ist wieder richtig Remi Demi im Ruhrgebiet. Und wer kann morgen fröhlich zum Bäcker gehen und die Brötchen holen? Schiedsrichters. Bender. Schmelzer. Großkreuz. Die verstehen sich blendend. Gündogan. Götze. Ja, das könnte was werden. Und gut abgeblockt. Das muss es sein. Er hat ihn abgewehrt, aber nicht festgehalten. Der erste Treffer ist gefallen. Wir freuen uns schon auf den nächsten. Ein klasse Tor. Und völlig zu Recht lässt er sich da feiern. Volley eingenetzt. Sensationell. Ah, da sieht der Keeper nicht gut aus. Hier nochmal schön zu sehen. Kann die Kugel nicht festhalten und der Abpraller dann kein Problem für den Stürmer. Papadopoulos. Luis Holtby. Gutes, schnelles Passspiel. Ein sehr schöner Pass. Und jetzt haben sie die Chance. Ja, da geht er auf Nummer sicher, greift zur Faustabwehr. Direkt vor dem Tor abgeblockt. Er hat's probiert, jetzt ist aber der Gegner am Ball. Großkreuz. Den siehst du heute auf dem gesamten Spielfeld, dafür garantiere ich. Er will ihn haben, den Ball, kriegt er ihn? Die Entscheidung des Schiedsrichters ist klar, er muss Abstoß geben, Ball war im Tor aus. Ist der gegnerische Angriff unterbunden. Götze. Piszczek. Matip. Großkreuz. Pass raus auf den Flügel. Ja, der Pass kommt an. Klasse Abwehrarbeit, gutes Stellungsspiel, den Schuss abgeblockt. Mit diesem Foul stoppen sie einen höchst gefährlichen Angriff. Kagawa. Hünteler. Und nun Jefferson Fafan. Uchida. Papadopoulos. Raul. Ja, so kann es weitergehen. Das sieht alles sehr eng und geschlossen aus, aber wenn ihr schnell... Ja, sie lagen hinten, aber jetzt ist alles wieder möglich. Ausgleich! Ich weiß auch nicht, ob er Befehle aus dem All kriegt, aber er steht immer genau richtig. Das ist Instinkt, Manni, das hat mit allem nichts zu tun. Das ist einfach Instinkt. Und das hier, das ist eine Bilderbuchflanke. Es geht nicht besser. Großkreuz. Kagawa. Bender. Wunderbar herausgespielt. Der Ball war im Tor aus, Ecke für Borussia Dortmund.
Ganz sicher hat er das gemacht. Hüvedes. Luis Holtby. Und nun Christian Fuchs. Papadopoulos. Und nun Jefferson Fafan. Sicher in der Ballbehandlung. Ein Traumpass. Achtung, jetzt! Doppelpack. Der Keeper sagt No, Frank. Und das mit einer richtig guten Parade. Die Frage nach dem Sieger können wir nach 45 Minuten nicht beantworten. Es steht unentschieden. Ja, Frank, ich habe eine gute erste Hälfte gesehen. Kannst du mir dazu stimmen? Ja, außerdem würde ich mich nie trauen, dir zu widersprechen. Und wir hoffen natürlich auf eine zweite Hälfte, die viel Spannung in sich birgt. Und der Unparteiische pfeift die zweite Halbzeit an. Und nun Jefferson Fafan. Schöner Pass. Ja, und im Defensivverhalten nach wie vor aufmerksam. Ja, entscheidend auf Einwurf. Götze. Piszczek. Oh, eine wunderschöne Traumkombination. Und Achtung, der könnte passen. Da war die Hand im Spiel, abgepfiffen. Vielleicht fällt hier doch noch der Siegtreffer. Und vielleicht ist der Trainer mit der Auswechslung erfolgreich. Fehlt jetzt hier vielleicht noch ein Joker-Tor. Da stand er genau da, wo er zu stehen hat. Barrios. Ein Ball, zwei Spieler, wer kriegt ihn? Pass geht raus, jetzt soll es über die Außen gehen. Das hat er stark gemacht. Wer hat den Ball? Götze. Łażikowski bewegt den Ball. Gündogan. Bender. Götze. Da sind wir uns, glaube ich, einig, so kannst du einen Stürmer nicht stoppen. Ein herrlicher Pass. Der könnte passen. Das spürt man sofort, das Unentschieden reicht ihnen nicht. Ja, der Trainer bringt noch mal einen frischen Spieler. Und nun Jefferson Fafan. Sie spielen sich den Ball zu wie im Training. Raul. Barrios. Und Achtung, genau hingeschaut. Und nun Jefferson Fafan. Raul. Für einen Angriff dieser Attacke. Piszczek. Kagawa. Und die Schalker holen sich den Ball. Luis Holtby. Zuspielen.
Schön verteidigt. Gibt Einwurf. Die wollen jetzt das Führungstor, ohne Frage. Und eine Auswechslung soll dabei mithelfen. Der Assistent zeigt an, abseits. Götze. Ja, das wird gefährlich werden. Hoppla, hier im letzten Moment, und das ganz wichtig ist der Abwehrspieler. Die Schlussphase läuft, die Schlussphase ist angebrochen. Und ich glaube, die wird noch mal so richtig spannend. Raul. Letzte Möglichkeit. Wenn sie jetzt treffen, dann ist das das Siegtor. Wenn alle Angriffe so kurz sind, dann bringst du davon 90 pro Spiel unter. Nachteil, der Gegner ist schon wieder am Ball. Unentschieden steht es nach den 90 regulären Minuten.